Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Wild Wild West. Ja, ich bin hier noch am Kuso einfahren, aber irgendwie klappt das noch nicht so, wie es soll. Bin noch am rumprobieren. Aber ich habe mir gedacht, ihr könnt ja auch ein bisschen was von dem Spaß haben, ne? Das bis Feld 1 klappt schon mal, aber der Rückkurs hat eben nicht geklappt. Der soll ja auch zum Hofsilo wieder zurückfahren, ne? Irgendwann mal. Das ist gar nicht so einfach, wie das aussieht immer, ne? Hatte ich da 35.000 Punkte, da musstest du die alle wieder löschen und hier und da und hast du nicht gesehen. Ach, hör mich auf. Echt nicht einfach. Wenn der jetzt gleich zurückfährt, dann bin ich schon mal gut zufrieden, ne? Ja, die Rubicon ist hier fertig, ne? Da ist sie fertig mit Düngen. Das hat schon mal geklappt. Dreschen klappt auch. Habe ich nichts mit zu tun. Ganz ehrlich, ich habe die ganze Zeit jetzt hier rumgetütert. Mit hier und wollen mal eine rauchen. Okay. So, und jetzt Hofsilo. Warum findet ihr das nicht? Irgendwas ist doch hier falsch. Das verstehe ich noch nicht so ganz, ne? Warum findet er hier nicht zum Hofsilo zurück? Hier sind doch überall die Punkte richtig. Dann kann das doch nur da hinten wieder dran liegen, ne? Diese einbekifften Stelle. Hier ist alles richtig. Ja. Müsste eigentlich finden. Ja, hier. Läuft, 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 läuft. Nicht. Ne, hier ist falsch. Irgendwas ist hier noch falsch. Leute, 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 ey. What the hell fuck is here wrong? Da ist der Pfeil richtig, da ist der Pfeil richtig. Hier ist der Pfeil richtig. Hier ist auch richtig. Hier ist auch richtig. Hier ist richtig. Hier ist richtig. Findest du ab hier wieder zum Hochsilo? Ne, hier ist nur irgendwas falsch. Hier ist doch richtig. Hier ist richtig. Hier ist richtig. Warum erkennt er diese Linie hier nicht an? Hier ist richtig. Hier ist richtig. Irgendwas ist... Ah, da ist irgendein X-Punkt wieder, ne? Hier ist was falsch. Warum bin ich denn jetzt aus dem Spiel... Ach, weil ich auf dem falschen Monitor war. Ach, hier ist nicht verbunden. Und da ist blaue Linie. Nein! Oh, nicht schon wieder. Jetzt will er mich wieder völlig veräppeln, ne? Du. Ach. Oh, jetzt ist das Fenster im Weg. Du musst von da nach da. Du musst von da nach da. So, das ist doch richtig. Dieser Punkt hier. Dieser. Muss doch weg. Macht er nicht, ne? Du musst von da nach da. Wenn ich jetzt dich wegnehme, löscht er mir wieder den Punkt, ne? Soll er doch gar nicht. Hallo, was ist jetzt los? Eingefroren oder was? Oh, ist meine Maus jetzt alle oder was? Kann es nicht sein. Jetzt ist meine Maus alle, oder was? Mein Mäuschen macht's gerade nicht mit, ey. Einen Moment.
Mitten in der Aufnahme? Kann's ja nicht sein. Jetzt? Oh. Echt? Ich fass es nicht. Irgendwas ist ja immer, ne? Falscher Gong. So. Dich? Du musst doch noch da. Boah, jetzt wird das immer... So. Ich muss diese Linie hier wegkommen. Er macht immer die weg, ne? Warum? Jetzt könnte es klappen. Ja, das kann ja heute werden. Du kommst von da. Ne, an den. Du kommst an... Nicht an den. Echt, manchmal breche ich hier ins Essen, ne? Die wollten wir wegräumen. Oh, falsche Richtung. Du kommst von da nach da. So, und du kriegst hier gar keinen Punkt mehr. Du kommst von da. Und den. Nimm nicht an zwei, an ein. So. Fährst du jetzt zum Hofsilo? Jetzt kann das, glaube ich. Mach nochmal aus. Ich glaube, jetzt hat's geklappt. Ne, ey, Autodrive. Ist echt nicht einfach, ne? Mein LKW fährt ja hier noch, ne? So, wir fahren mal eben. Hier lang. Gucken wir. Das läuft. Hier müssen wir nämlich auch noch einen Kurs hinfahren zum Händler, ne? Wow. So. Wenn das klappt, Leute, ne? Dann mache ich ein Kreuz mit 7 Siegeln, ne? Also dieses Autodrive ist echt eine Hausnummer, finde ich. So, wir können aber mal einfach gucken. Aber ich brauche die Punkte, ne? So. Wir können ihn, wenn. Bis Feld 1 fährt er. Kein Problem. Es geht jetzt nur darum, dass er ins Hofsilo juckelt, ne? Weil das möchte ich ja haben. Dann habe ich schon mal einen Rundkurs zu Feld 1 und hier. So, jetzt. Hallo? So, fährst du jetzt nach Hause? Ich glaube, er packt's. Ich glaube, er packt's, Leute. Autodrive. Du bist mir zu hoch. Mann, ey. Nur wegen diesen alten Punktegewusel wieder, ne? Ich schmeiß mich weg. Gib Kette ab zum Hofsilo. Ich muss aber auch noch einen Punkt auf den Hof machen, ne? Ja, da gucken wir gleich noch. Das ist jetzt gerade wichtiger. Wenn das nämlich hier klappt. Check! Aber eben zwischendurch mal Speicherlinski machen, ne? Hoffentlich geht das. Ja, geht. Wo fährst du denn jetzt lang? Hast du leicht die Spur verloren? Leute, echt, das ist ein Buch mit 7 Siegeln, ey. Ich muss gleich mal aufhören. Aber es macht gerade so einen Spaß, ne? Sich da reinzufummeln. Ist ja echt heftig, ne? Wenn das einer verstehen soll, ich verstehe es nicht immer. Aber das konnte nur an diesen blöden Punkten da hinten liegen, weil ich diese Kacke wahrscheinlich miteinander verbunden hatte. So, wenn er jetzt hier lang brettert.
So, jetzt muss rein theoretisch von da hinten. Muss jetzt noch ein Punkt zum Händler. Da machen wir einen Rundkurs. Dann haben wir sogar einen Händlerkurs. Boah, das hat er aber gepackt, ne? Korrekt, ey. Ja. Ja. Jetzt machen wir noch einen Händlerkurs. Vor allem müssen wir hier gleich noch einen Punkt setzen, ne? Hof. Ne, du kannst jetzt mal hier ausmachen. Machen hier noch einen Punkt hin, Hof. Das haben wir auch gecheckt. So, jetzt fahren wir mal eben hier lang. Checkity check. Aber wenn wir das alles schon mal hingekriegt haben, ne? Dann brauchen wir den nächsten. Boah, da ist aber auch weite Punkte, wa? Den nächsten nur noch, die Verkaufsstellen einfahren. So. Von welchem Punkt aus lädst du jetzt? Da war, glaube ich, der richtige Punkt. Jetzt müssen wir Rack machen. Nee. Stopp. Schon wieder Essig. Oh, er löscht wieder den falschen. Lösche. Nee, hier. Löschen. So, ich muss jetzt erst wieder den. Den. Dreck. Nicht. Von da wollen wir nicht. Dann fahren wir einen Schritt zurück. So, von da müssen wir aufnehmen, ne? Korrekt. Falsche Richtung. Korrekt. €600 Lohnzahlung, ey. Da machst du auch schon Streifen mit, ne? So, gehen wir mal ein. Durch die Gitter mit Zartbitter. Stoppen. Ach, den hat er direkt verbunden. Korrekt. So, jetzt gucken wir, ob das funktioniert. Mann, die will ich ja. Korrekt. Arbeiten die noch? So, Händler. Abfahrt. Ich glaube, er findet's, ne? Ich glaube, so langsam schnalle ich Autodrive. Aber mit diesen Punkten verbinden, das ist ja was für ein Hintern, oder? Und wenn der gleich vom Händler zum Hof fährt. Dann haben wir einen Krieg gewonnen, Leute. Dann haben wir einen Krieg gewonnen. Dann kann uns auf der Wild Wild West so schnell nichts mehr stoppen. Dann gehen wir in Automatismus. Big Business. Korrekt. So. Jetzt fahren wir Hof.
Erfährt. Wir haben gewonnen, Leute. Korrekt. Ich mache zwar immer Rundkurse, ne? Ist wahrscheinlich nicht die feine englische Art, weil man so viel mehr fahren muss. Aber es klappt, Autodrive. Autodrive Himmel sei gedankt. Korrekt, ne? Arbeiten die da noch? Bis jetzt hat keiner rumgemeckert, ne? Scheint echt zu arbeiten. Hier fehlen Punkte. Ne, oh ne, ne. Ich hatte schon wieder das P in den Augen, ne? Leute, echt, es klappt. Jesus Maria. Ist das genial. Schickifeini, ey, es hat geklappt. Mit Autodrive. Autodrive sei Dank. Danke. Echt, ich bin begeistert. Was ist hier los? Was ist hier? Warum läuft hier nichts? Ach, das steht in der Frucht. Deswegen fährt er dann nicht hin, ne? Das ist doof. Mit in die Früchte fahren hat das nicht, ne? Das muss man noch irgendwie einstellen, aber... Oder er ist wieder zu weit weg. Das kann auch sein. Ja, ich glaube eher, der ist zu weit weg. Ich glaube, ich muss hier noch einen Rundkurs ums Feld machen. Kann das sein? Ne, ich finde noch nicht. Der ist zu weit weg. Was kann man denn dagegen machen? Okay, da kann ich mit leben, ne? Da habe ich ja gar keine Schmerzen mit, ne? Aber das wird noch irgendwann mal ein Problem. Bin ich ja ganz ehrlich, ne? Ich bin voll begeistert. Svenny lernt Autodrive. Zwischendurch speichern ist immer wichtig, ne? Eigentlich können wir auch bald mal verkaufen fahren. Nee, dürfen wir gar nicht. Wir brauchen das ja für die Dieselproduktion. Kollegas, wir dürfen im Moment gar nicht verkaufen. Geht ja gar nicht. Nee. Aber wir können die Rubicon... Was passiert, wenn ich die Rubicon jetzt zum Händler schicke? Ja, du bist ja voll. Du kannst bald anfangen zum Säen. Na, ach nee. So. Hier. Zap, zap. Standard. Händler. Fährst du da hin? Ey, Kollegas, guckt euch das an. Ist das nicht erstaunlich? Die führt jetzt einfach zum Händler. Ey, ich find's so genial, ne? Leute, wirklich. Aber ich glaube, die müssen wir mal wegmachen. Obwohl, ich kann da so durchzockeln, ne? Ich finde das echt erstaunlich, Leute. Der Behinderte kann Auto drauf. Entschuldigung. Rutscht mir manchmal raus. Echt? Jetzt können wir mal eben hier schon mal hingehen. Wir brauchen ja noch so ein paar Dinger. Flüssigdünger. Wie viel ist da drin? 2000 Liter? Eins.
2. 3. Hey, guckt euch das an. Ey, das macht so richtig geile Laune. Bin hier voll für, ne? Ja, danke. Oh, ich habe Autodrive an, ne? Muss da nur mal ein bisschen aufpassen, ey. Dann bin ich hier auf dem zweiten Monitor. Und dann bin ich immer aus Versehen aus dem Spiel. Und das möchte ich nicht. Ich bin am Überlegen, sollen wir eine zweite Rubicon noch kaufen oder so? Dann kann man da Pflanzenschutz reinmachen. Ich will aber auch noch nicht so viel Kohlen ausgeben, ne? Noch sind wir echt nicht flüssig. Wir haben nur noch 2 Millionen. Wir müssen auch 10 Millionen zurückzahlen. Aber wie gesagt, es ist ein Herzensprojekt. Passt da noch was rein? Ja, einen können wir noch kaufen. So, dann schicken wir die gleich zum Hof. Und ich glaube, wir kaufen die starker. Machen da Flüssigdünger rein. Hat genau gepasst, ne? Wenn die jetzt alleine gleich zum Hof fährt. Tatsache macht sie, ey. Ich bin begeistert. So, lasst uns hier nochmal eben gucken. Da. Sollen wir die mal kaufen? Oh, nee. Jetzt, ne? Oh, die hat noch keiner, ne? Sollen wir die noch kaufen? Dann ist das unser Pflanzenschutzauto. Ne? Wo steht die? Wie viel geht denn da rein? Wisst ihr das? Oh, nehmen wir erstmal 2. Ist das Pflanzenschutz? Ich habe nicht aufgepasst. Ne, Düngetank wollen wir nicht pflanzen. 1, 2, 3. Zurück! Macht voll Laune. Entschuldigung, das war zu laut. Aber ich bin hier voll im Flow, ne? Dies ist das erste Mal, dass ich die habe, ne? Ach komm, wir machen hier von Bild. Guck. Machen wir die eben voll. Die sieht aber auch komisch aus, ne? Wir fahren starrer. Ey, da gehen nur 2000 Liter rein? Okay, krass. Nee. Du fährst jetzt zum Hof. Lass knacken. Es läuft, ey. Ich bin echt begeistert. Die Stimme an der Seite. Wir müssen hier irgendwie noch eine Halle hinmachen oder so. Aber da warten wir erst noch mit, oder? Mit der Halle warten wir noch. So, wir haben Pflanzenschutz. Wir haben Kalk. Ich bin echt am Überlegen, sollen wir irgendwie noch so ein Düngemoped kaufen oder was? Aber Düngen... Ne, brauchen wir ja gar nicht. Wir haben Kalk. Wir haben Dünger. Wir haben starrer Moped. Was machst du hier? Ach, du bist leer, du wartest. Fahr mal da hinten hin, Mann. Kollege. Ich glaube, ich muss die noch länger machen, ne? Ey, ich finde das krass, ne? Leute, zieht euch das rein. Ich habe hier nichts mitgemacht. Das machen die ganze Zeit alleine, ey. Ich finde das unbelievable. Echt, das fetzt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde mir noch ein paar Tutorials zu Autodrive angucken.
Aber echt, das Fetz. Guck, da hinten läuft unsere kleine Stara da. Ist schon korrekt, ne? Aber ich glaube, der wird nachher zu weit weg sein, ne? Also wenn ihr da noch Rad wisst, ne? Muss ich im Feld noch Punkte machen oder noch zweite Abfahrpunkte dahin machen? I don't know. Ich weiß ja eh gar nicht, ob das Projekt bei euch ankommt. Die Starre, ne? Ich hab voll Bock auf das Projekt, ey. Es macht richtig Laune. Das fetzt. Das ist unsere, ne? Habt ihr gesehen? Echt, wir können bald den Big Bot ansetzen, ne? Was sehen wir denn? Ich weiß gar nicht, was brauchen wir denn für unsere Produktion? So, mal gucken. Was wir so brauchen hier für unsere Produktion. Das war... Input Diesel, Wasser, Dünger, okay. Also... Diesel brauchen wir. Da müssen wir eigentlich Sonnenblumen sehen, ne? Was ist das hier für ein Moped? Seed Production, Diesel, Klee, Moonshine. Gott, ey. Da brauchst du aber viel für. Klee. Alfalfa, ey. Wir müssen so viel säen. Also erstmal Düngeproduktion an den Start bringen hier, ne? Wir müssen Kompost. Das ist Lime. Da ist die Düngeproduktion. Diesel müssen wir an den Start kriegen, ne? Also müssten wir eigentlich Sonnenblumen säen, ne? Was hier? Ach du heilige Pfandenschitte. Puh, da haben wir aber echt mächtig was zu tun. Wir müssten eigentlich erstmal Sonnenblumen säen, ne? Haben wir denn so eine große Sonnenblumen-Dingsbums-Maschine? Was hat die? Wie breit ist die? Ne, dann müssen wir die kaufen. Anhängen. Läuft, ja, müssen wir ja Big Bot. Ja, okay. Aber da können wir uns noch einen Trecker für kaufen, ne? Ja, da kaufen wir uns noch einen großen Trecker für. Hier, Quadzilla. Müssen wir dann glubbern? Ja, ne? Oh, nee! Oder wir kaufen eine riesen Scheibenegge. Haben wir eine riesen Scheibenegge? Nee, grober ist größer, ne? Ja, Leute, nützt nichts, ne? Jetzt sind wir pleite, jetzt müssen wir wirtschaften. Aber die Folge ist, glaube ich, viel zu lang. Ich sage erstmal danke fürs Zugucken bis hier, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.